willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ihr seht schon, ich habe eine coole Leuchte-Montur an. Die habe ich tatsächlich gefunden, als ich in der großen Sphinx unterwegs war und diese 50 Glaskristalle da abgegeben habe. Ziemlich cool, aber eigentlich bin ich ja scharf auf die Montur von diesen Kopfgeldjägern. Ich habe leider vergessen, wie die hießen. Gone. Ja, auf jeden Fall von diesen Kopfgeldjäger-Typen. Weil da bekommt man nämlich auch noch eine Montur und die ist bestimmt echt cool. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber das macht nichts. Ach hier, Phylakis. Die Beute der Phylakis, genau die hier. Ich habe mittlerweile... Okay, ich dachte, dass ich mittlerweile alle 9 von 10 getötet. Willst du mich verarschen? Wo soll denn der andere sein? Ich wünschte, ich könnte die Karte mit der Maus bewegen, aber es geht leider nicht. Also ich hatte ja schon die Vermutung, dass ich wahrscheinlich einen vergessen habe. Und habe hier deswegen die Map... Verdammt nochmal, die Map, soweit es geht, erkundet. Aber... Mir ist kein anderer rotes Schädelsymbol aufgefallen, so wie es dort gezeigt wird. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz mit euch gucken. Wo denn dieser 10. Phylakis wohl sein mag, Carpe Diem. Willst du mich verarschen? Vielleicht ist er auf See. Na gut, das muss ich mir nochmal zu Gemüte nehmen. Gefällt mir nicht. Das ist doch scheiße. Also ganz ehrlich, ey. Ich bin hier extra überall lang, ja. Überall. Und aber auf jeder Karte, auf dem ich diesen blöden Schädel gesehen habe, habe ich den kalt gemacht, ne? Und jetzt fehlt mir einer. Gibt's ja gar nicht. Na gut, dann kümmern wir uns jetzt um unsere Hauptquest. Der Weg der Gabinianer. So, wo müssen wir hin? Ach, da. Ich habe leider die Steuerung schon wieder vergessen. Ja. Ach. Ja, ich sehe es ein. Sprinten macht man hier nicht mit der Shift-Taste. Ich komme wieder mit Kleopatra. Glaube ich. Ja, seht, wer zurückgekehrt ist. Bayek von Siva. Perfekt, dass du uns in Heracleion triffst. Der Stadt des Weins, der Frauen und allem, was ein Magi wie du verlangt. Und verdient. Ah, auf die Königin! Bayek, du kommst genau im rechten Moment. Kleopatra, ich suche immer noch die Mörder meines Sohnes. Der Orden ist neutralisiert. Habe ich für mich gejagt oder für euch? Wir haben noch 2 Namen. Der Orden darf nicht... Und wie viele Namen kommen noch? So viele, wie nötig sind. Ich will meinen Sohn in das Totenreich bringen, wo er hingehört und nicht... Ich schätze euch, Kleopatra. Aber eure Aufträge verführen meine Frau, nicht mich. Was bedeutet dir dein Abzeichen? Hast du es vergessen? Dieses Abzeichen bedeutet euch mehr als mir. Es ist kein einzelner Mann, den wir bekämpfen.
Nichts endet einfach. Aya hat verstanden, dass es eine neue Wirklichkeit gibt. Wir sind deine Pharaonen. Du bist ein Magi für ganz Ägypten. Folge uns. Wir haben ein Geschenk. Kleopatra sind nämlich eigentlich zwei. Hm. Apropos Magi. Gibt es Neues von Aya? Aya verteidigt immer noch das Meer. Wir erwarten Pompeius und seine Flotte jeden Tag, um uns gegen den Orden zu verbünden und das Land zu verändern. Nehme ich. Bei meiner Jagd sah ich vieles, das mich angewidert hat. Unser Land wird auf furchtbare Weise unterdrückt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Orden wieder Fuß fasst. Ja, Bayek. Die zwei neuen Namen, der Schakal und der Skorpion, gehören zum inneren Zirkel unseres Bruders. Wir glauben, dass sie hinter dem Anschlag auf unser Leben stecken. Ein Anschlag auf euer Leben? Durch Phylakis eures Bruders? Schwer zu sagen. Ein Gabinianer, einer von Septimius' Kriegern. Sie bilden eine Miliz mit 2000 Mann. Wir wollten uns mit ihnen verbünden. Mit Septimius? Dieser Römernarr? Er führt sie an? Ja, der Träumer, der sich als wahrer Ägypter ausgibt und doch einen Mann schickt, um uns zu ermorden. Nicht sehr ägyptisch, wenn du uns fragst. Aya glaubt, er arbeitet für den Orden und hat hier einen Stellvertreter namens Venator. Vielleicht ist er der Maskierte, der den Tod meines Sohnes verantwortet. Ui. Hallo. Bordziffer! Verdammt nochmal, tötet mich einfach, ihr Narren! Hier ist ein Geschenk. Er ist im Orden der Ältesten, wie Septimius. Er hat an der Villa herumgeschnüffelt. Vielleicht weiß er, wer deinen Sohn getötet hat. Mein Bruder Septimius erschlug deinen Sohn und ich geb einen Scheiß drauf. Dir geb ich drauf scheißen. Ich hab nur die Zwillinge gefickt, Venator. Hast du genug? Ich werde noch mehr aus ihm rausholen. Ich schlage vor, du besuchst das Bordell in der Stadt. Ja. Geh und wühle dich durch Dionysos Stadt und decke die Verschwörung gegen uns auf. Für eine Pharaonin finde ich, dass sie sehr... Septimius ist in der Stadt. Sein wichtigster Phylakis ist ein Mann namens Venator. Es gibt Gerüchte, dass er sich gern im Bordell herumtreibt. Ah, vielleicht ist der es, der uns noch fehlt. Um einen Satz zu Ende zu bringen. Ich finde, Kleopatra hat für eine Pharaonin sehr, sehr wenig Geleitschutz. Also dafür, dass ihr Bruder Ptolemäus... Der Magi. Ein Krieger mehr auf unserer Seite. Ich hoffe, Amun wird uns beistehen. Bitte geh hier hoch. Ah, ich bin auch bescheuert. Ich will ja die ganze Zeit mit Shift, mit der Taste springen. Das geht ja gar nicht. Ich kann da jetzt hier nicht einfach... Hallo. Ah, ein wahrer Krieger. Ich gebe Rabatt für... Warte. Du gehörst nicht zu den Gabinianern, oder? Nein, tue ich nicht. Ich bin ein Magi. Wow. Magi sind früher oft hergekommen. Aber jetzt nicht mehr. Für wen arbeitest du? Kleopatra. Ich hörte, sie sei in der Stadt. Ein Magi, der für die Pharaonin arbeitet. Du hast sicher viel Geld. Ich würde gern eure legendären Zwillinge sprechen. Sprechen nennst du das also? Jeder hat seine Vorlieben. Die Zwillinge werden dich was kosten, ob du nun mit ihnen sprichst oder was auch immer, Magi. Kein Problem. Mach es dir oben schon mal bequem. Die Zwillinge kommen gleich. Sie haben eine raue Nacht hinter sich, also sprich nicht zu viel mit ihnen, hm? Okay.
du wolltest uns sprechen? Ich suche einen Gabinianer namens Venator. Sch, sag diesen Namen nicht. Er ist ein Nekediadet. Ich werde nicht schweigen für dieses Monster. Alle haben Angst vor ihm. Aber du solltest ihn töten. Er wohnt im Norden des großen Platzes. Er wird nirgendwo mehr wohnen, nie wieder. Also, man hört es zwar, aber anscheinend kann man, hört man einfach nur diesen sehr, naja, sehr begeisterten Ton. Hopp. Oh, scheiße. Ah. Mist. Wie sieht denn eigentlich unser Inventar aus? Oh, na gut, das geht noch. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Ist schon recht hier, ne? Ja. Bei Anubis. Hier war offenbar viel los. Venator arbeitet nicht allein. Blut an den Wänden. Dieser Venator ist krank. Was habt ihr hier veranstaltet? Hier riecht es wie in einem Sumpf. Zerbrochenes Geschirr. Hier ist irgendetwas faul. Na? Kobra. Sitz. Zielübungen auf Kleopatra? Venator bereitet seine Gabinianer auf einen Attentat vor. Hm. Lauten, Schminkzeug und Duftöle. Waren hier Straßenmädchen zugange? Und römische Insignien? Komisch. Offenbar sollen seine Männer untertauchen. Weinfässer. Das hier riecht aber nicht nach Wein. Öl in Weinfässern? Genug Öl, um die ganze Stadt niederzubrennen. Bei den Göttern. Ein raffinierter Plan. Einer seiner Männer gibt sich als Frau aus und infiltriert vermutlich den Palast. Getarnt als Weinhändler docken sie an und legen Feuer, um für Panik zu sorgen. Und ein Bogenschütze schaltet die Königin dann aus. Von erhöhter Position. Venator, du bist mehr als einer von Septimius' Hunden. Du hast deine eigenen Marionetten im Orden. Ich muss sie finden, bevor sie zuschlagen. Ach, mein guter Senu. Ich glaube, wir haben sogar gut wie alle. Warte, das sieht man ja gar nicht. Ich glaube, wir haben sogar so gut wie alle Punkte, um Senus Wahrnehmung zu erweitern. So, der ist näher dran, ne? Dann nehmen wir den zuerst. Großartig. Bist du einer der Musiker, die für Kleopatra spielt? Anscheinend hält sich Kleopatra im Palast versteckt. Ich habe gehört, dass sie unseren Tempel umwidmen will. Kann den jetzt hier nicht einfach niederschießen? Bist du einer der Musiker, die hat sich verkrochen, versteckt sich vor den Gabinianern und den Männern ihres Bruders. Wir sollten sie besuchen. Ich bewundere sie. Sie ist die Göttin. Ja. Ich suche nach den anderen Musikern. Hast du sie gesehen? Nein, habe ich nicht. Werdet ihr später auch zu. Alexus! Das war ein Betrüger. Ein Römer, der die Königin töten wollte. Ich tue euch einen Gefallen. Sanctus!
Okay, offenbar kann ich ihn doch einfach niederschießen. Da oben. Was ist denn da jetzt noch? Ach. Okay. Ich frag mich ja, woher Senu so genau weiß, wen wir suchen. Aber es ist immer ein sehr zuverlässiger Adler. Diese Stadt ist wild. Gibt es Tavernen? Ich brauche eine Pause. Gibt es hier Hakus Bier? Das war der Signalgeber. Heute wird sich Herakleion ganz wie Babylon anfühlen. Babylon ist lahm im Vergleich zu Herakleion. Da ist er. Na. Na gut, dann klettern wir auf den Turm drauf. Tertium, packe den Nu! Ultimem Chor! Tentat! Danke, Bovos Mori, Vermis! Also ganz im Ernst, ich sehe das mit dem Kettenwurf, ne? Aber immer wenn ich die Maustaste klicke, passiert nichts. Leopatra! Kleine Sau. Ihr bringt die Königin nicht um. Hoch, hoch, hoch. Alter, komm schon. Ah ja, meine Liebe. Bayek! Ah, du riechst nach Meer. Die hohe See hat mich in Beschlag genommen, aber jetzt bin ich dein. Oh. Ah! Ah! Vorsicht! Oh. Jetzt war der Schuh ist weg. Ich bin verwundet, Aya. Beschütze die Königin. Aya! Ich bin verwundet. Ich komme. Ich schaffe das hier, Liebste. Die sogenannte Königin. Dein Thronsaal wird zu deinem Grab. Wer von euch trägt den Namen Venator? Der Anführer! Du wirst nicht hin und durchkommen! Oh, bitte! Diese Schläger wären erledigt. Aber Venator noch nicht. Tata! Na, da ist mein zweiter Schuh. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Nein, der ist mein Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Du Scheißkerl, glaubst du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod.
Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Scheiße. Oh, der ist ja hart, ey. Alter! Echt hart im Leben, der Penner. Komm schon. Wieso weichst du denn nicht aus? Wie normale Leute. Unglaublich. Halte einen Platz in der Duat für deinen Bruder Septimius warm. Hey, alter Mann. Oh, bist du verletzt? Nur eine Fleischwunde. Hey. Mir geht's gut. Jetzt tut mir nichts mehr weh. Unser Verstand tobt. Was wir auch tun, man drängt uns immer weiter. Noch ein Versuch, uns auszulöschen. Meine Königin, ruht und erinnert euch. Wir müssen nicht ruhen. Es ist kein Ende dieses Bürgerkriegs in Sicht. Wir brauchen den verfluchten Thron. Unser Thron verrottet in den Händen unseres Bruders. Lasst Foxy das Schiff vorbereiten. Wir treffen uns mit Pompeius. Unser letzter Ausweg. Ihr zwei geht voran und sagt ihm, dass wir kommen. Ja, meine Königin. Bayek, wenn wir nicht zuerst bei Pompeius sind, dann Septimius. Bitte, ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Okay. Wo muss man hin? Da hoch. Okay. Also Freunde, wir werden noch ganz kurz... dahin laufen. Na gut. Wir werden jetzt nochmal zurückreisen. Okay, also wir machen das in der nächsten Folge. In der nächsten Folge holen wir Aya ab und laufen dann eben hier hoch, wenn das so sein soll. Und dann gucken wir uns mal an, was Septimius so auf dem Kasten hat. Also dann, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, ich würde mich über eine Bewertung freuen. Lasst mir einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Ciao!